Willkommen Österreich. Jetzt, wie alles begann. Die allererste Folge vom 31. Mai 2007. Das Fernsehelend hat viele Gesichter. Wie finden Sie unsere? Die Angst vor einem Publikum zu sprechen. Noch dazu landesweit, live im TV. Habe ich. Oh. Glossophobie, Fachausdruck, falls Sie das interessiert. Ich finde das auch nur sehr verständlich eigentlich. Ja. Das ist die erste Ausgabe einer Sendung, die völlig neu ist, noch dazu live. Man sieht es jetzt schon vor seinem geistigen Auge, wie die ganzen Fernsehkritiker zu Hause sitzen, Bleistifte spitzen. Ja, wollen und jetzt schon schreiben, Grissemann ist schlecht oder ja, so. Ja, bin ich schlecht oder was? Nein, noch nicht. Aber sie sitzen schon und warten auf den ersten Fehler, den man macht. Das Wichtigste in unserem Beruf ist guter Stuhl, gute Presse. Ja. Das Problem ist, dass man jetzt so wahnsinnig viel falsch machen kann gleich am Anfang und man kann nur einmal anfangen. Darum vielleicht besser wenig sagen und keinen Fehler machen. Vielleicht führe ich Sie einfach mal jetzt hier am Anfang rum. Geh nicht weg von mir. Doch, ich komme gleich wieder. Das ist Ihr und unser neues Wohnzimmer. Hier. Eine Couch. Ein Tisch. Mit einer Zeitung, die mir heute Angst gemacht hat. Da drüben ist der liebe Albert. Der Philipp Quenberger. Und wieder der alte Grissemann. Das hast du echt gut gemacht. Das ist super Führung. 1A. Entschleunigungsfernsehen vom Feinsten. Das hätte Ottfried Fischer nicht besser hingekriegt. Wirklich. Dargebracht von meiner bezaubernden, zerbrechlichen Diva aus Düsseldorf, Dirk Stiermann. In dieser Sendung, das haben Sie ja schon mitbekommen, soll es um Angst gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel wahnsinnig große Versagensangst. Ich habe Angst davor, jetzt über Kabeln zu stolpern. Und einer der brutalen Kameraleute erwürgt mich sofort, wenn ich einmal aus Versehen in eine falsche Kamera schaue. Ich habe jetzt gerade akut die Angst, dass ein polnischer Praktikant meine Herrenhandtasche stiehlt in der Garderobe. Echt? Ja, habe ich. Und über allem schwebt meine Urangst. Die habe ich, seit ich 2 bin. Die Angst, mich selbst zu verdauen. Aber es vielleicht zu unappetitlich ist. Ne? Du leidest ja, hast du mir vorher gesagt, unter keiner nennenswerten Angst. Außer unter der Angst, von einem übermächtigen Partner im Grund und Boden moderiert zu werden. Ist das für ein Blödsinn? Stimmt es nicht? Von welchem Partner denn, der übermächtig ist? Ist doch nur du da. Nein, ich habe nur eine einzige Angst, und zwar ist das die Angst vor Deutschen. Ja, ich leide an Germanophobie. Angst vor allem, was mit Deutschland zu tun hat. Das ist in meinem Fall katastrophal, so eine Angst. Echt? Ja, wirklich. Du bist Germanophob? Ja. Du schaust fantastisch aus übrigens, finde ich. Von hinten wie Richard Gere und von vorn wie Helmut Kohl. Was soll das denn jetzt? So muss man aussehen im Fernsehen. Jetzt bist du der Erste, der mich fertig macht. Ich dachte, ich muss warten, bis ich morgen die Kritiken lese. Ja, die heutige Sendung beschäftigt sich mit einer ganz besonderen Angst, nämlich der Phobie davor, einem Verbrechen zum Opfer zu fallen. Und Philipp Quenberger, der schönste Musiker der Welt, möchte ich sagen, hat dazu den passenden Soundtrack, den Soundtrack zur Angst davor, einem Verbrechen zum Opfer zu fallen. ...1.191 Passanten, 492 Handtaschenträgerinnen, 716 Handybesitzer, 276 Spaziergänger, 72 Wettbüroangestellte, 66 Trafikanten, 32 Taxilenker, 29 Tankstellenbesitzer. Alle diese Menschen wurden überfallen. Und bereits jetzt auch schon rekordverdächtige 31 Banken. Dieses Jahr alleine alles in Wien. Chicago darf nicht Wien werden. Und all das, was Stiermann jetzt gesagt hat, sehen wir noch einmal visuell aufgelöst in unserer Rubrik Phobie im Bild. Österreich, Austria. Wie man hier auch sagt. Land der Berge, Land am Strome.
Die Menschen hier lebten einstmals zufrieden, im Bewusstsein einer großen Vergangenheit und im grenzenlosen Vertrauen auf Zukunft, Sicherheit und Vermögensbildung. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mit vielen musste man sich hier bereits abfinden. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, immer mehr Menschen verfallen dem Glücksspiel, die Wirtschaft liegt in den Händen weniger. Die Politik verspricht viel und hält noch weniger und der Fußball ist erfolglos. Nein, es ist etwas anderes, das wie ein Damoklesschwert über dem Land hängt. Es ist die mittlerweile ins Uferlose steigende Kriminalität. Alle 14 Stunden kommt es zu einer Vergewaltigung, alle 5 Stunden zu einer Körperverletzung und alle 1,25 Stunden zu einem Diebstahl. 150.000 Verbrechen pro Jahr, 408 pro Tag oder 17 pro Stunde. Wie viele Verbrechen das pro Minute sind, konnte oder wollte uns vor der Kamera niemand ausrechnen. Dennoch, Zahlen, die eine deutliche Sprache sprechen. Und es ist keine Sprache, die man hier gerne hört. Es ist die Sprache der Angst. Ein überfallenes Geschäft, eine aufgebrochene Wohnung oder wie hier ein gestohlenes Auto gehören mittlerweile zum Alltag in Österreich. Vor 24 Stunden stand hier noch ein Renault Clio. Heute fehlt von ihm jede Spur. Die offiziellen Stellen schweigen dazu. Kein Wort darüber in den Nachrichtensendungen. Nicht einmal eine Randnotiz in der größten österreichischen Tageszeitung. Ein Verbrechen, totgeschwiegen, wohl um die Bevölkerung nicht noch mehr zu beunruhigen. Die Aufklärungsrate ist gering, die Gefängnisse überfüllt. Polizei und Justiz stehen der Situation hilflos gegenüber. Das staatliche Fernsehen ORF versucht die Bevölkerung durch das Senden von Seifenopern, Talkshows und Tanzwettbewerben von der katastrophalen Lage im Land abzulenken. Dass die Österreicher und Österreicherinnen diese Strategie längst durchschaut haben, ist offensichtlich. Doch öffentliche Medienkritik vor der Kamera traute sich niemand zu äußern. Doch nicht alle in Österreich wollen diese Entwicklung tatenlos zusehen. Private Bürgerinitiativen, Kampfsportschulen und Sicherheitsdienste boomen. Neben dem Handy, dem Schlüssel, der Packung Filterzigaretten, dem iPod und der Geldtasche gehören Pfefferspray und Elektroschocker bereits zur Standardausrüstung für einen kurzen Spaziergang. Wie es in Österreich weitergeht, das weiß im Moment niemand. Sicher ist nur, die Angst steigt. Fred Schreiber für um und aus Österreich. Ja, unglaublich dramatische Verhältnisse. Das war unsere Vorstellungsmatz zu unserem Angstthema heute. Die Angst davor, Opfer eines Verbrechens zu werden. Und wir sind eine Publikumssendung und wollen jetzt einmal ins Publikum gehen und das liebe Publikum befragen. Gibt es hier irgendjemanden, der Angst davor hat, große Angst davor hat, bald Opfer eines Verbrechens zu werden? Sind Sie überhaupt schon mal Opfer eines Verbrechens geworden? Der junge Herr hat hier der junge Herr. Wer sind Sie? Ja, ich heiße Edlinger und ich bin ja jetzt nicht zu Hause und habe Angst, dass bei mir eingebrochen wird und dass ein Einbrecherhaufen hinterlassen wird. Ein was? Ein Einbrecherhaufen. Was ist ein Einbrecherhaufen? Na, Einbrecher hinterlassen ja Spuren gerne, also sie defizieren. Ich dachte, Einbrecher versuchen ihre Spuren zu verwischen. Ja, nicht alle. Manche wollen ja sozusagen das Opfer sozusagen nochmal demütigen, verspotten sozusagen nochmal in ihrer Tat und deswegen hinterlassen sie Code. Ist das jetzt ernst oder wollen Sie mich? Ja, das ist eine Tatsache. Da gibt es auch verschiedene nationale Unterschiede. Ich weiß nicht, ob Sie darüber Näheres wissen wollen. Sehr interessanter Typ. Ja, aber ist das nicht so, dass diese Leute dann ganz leicht zu finden sind von der Polizei? Dann gibt es einfach so DNA oder Stuhlproben. Aber dazu müssten die ja vorher erst welche abgeben. Ja, damit. Haben sie ja. Nee, dann müssen die, alle anderen müssen dann auch ihre Stuhlprobe abgeben. Okay. Sie schauen aus wie eine bizarre Mischung aus Karl-Heinz Grasser und Günter Jauch. Danke für das Bizarre, das hat mir mein Mensch schon öfters gesagt. Können Sie sich vorstellen, eine Fernsehsendung zu moderieren? Wir hätten nämlich am 21. Juni keine Zeit, diese Sendung zu moderieren. Wären Sie dazu in der Lage? Nee, 21. Juni, sagen Sie? Ja, warum nicht? Okay. Ist sehr gut bezahlt, nehme ich an. Ja, ist sehr gut bezahlt. 2200 Euro pro Sendung. Wir suchen allerdings einen Moderationsdoppel. Hier vielleicht Paul Newman. Sie riechen beide ein bisschen nach Schnaps, aber das ist keine schlechte Voraussetzung für einen Moderator. Für Nervosität vielleicht ganz abgemacht? Gut. Abgemacht? Vielleicht frag noch, wie Sie heißen.
Edlinger. Ostermeier. Okay, zwei neue Kollegen, die in 3 Wochen dann hier für Sie da sein werden. Vielen Dank, freue ich mich. Es ist leicht, im neuen ORF einen Moderatorenjob zu kriegen. Früher war das oft sehr schwer, brauchte man jahrelange Castings und sowas. Heute geht das sehr leicht, man kommt einfach von irgendeiner Schnapsbude her, setzt sich ins Publikum und hat den Job. Zum Beispiel Max Meyer. Max Meyer, servus, mein Lieber. Servus, grüß dich. Max Meyer, ein Mann, der, sieht man ja, früher im Kindergarten gearbeitet hat in Niederösterreich. Dann haben die Kinder irgendwann angefangen, Angst vor dir zu bekommen und wir haben dich genommen. Und Max Meyer wird ab Herbst im neuen ORF auch eine Sendung moderieren, die wird heißen Blackout. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, in Blackout geht es um, ich sage das jetzt, es geht um Dings halt, die Live-Situation? Ja, ja, es geht um Dings. Kein Problem, Max, ist nicht schlimm. Es sind schon andere Leute gescheitert vor dir. Das war das also und jetzt begrüßen wir unseren ersten Gast und jetzt kommt sicher Stimmung in die Bude, weil das ist nicht irgendwer, der jetzt kommt. Jetzt kommt ein Mann, der von 1972 bis 2006 Leiter des Sicherheitsbüros war. Es ist Max Edelbacher. Hallo. Hallo, Herr Edelbacher. Kommen Sie bitte rüber. Das ist Max Edelbacher, meine Damen und Herren. Nehmen Sie bitte Platz. Max Edelbacher wird in unserer Angstshow natürlich begrüßt wie ein Popstar. Herr Edelbacher, Sie haben einen wahnsinnig schönen Schnurrbart. Ja. Der ist wahnsinnig schön. Polizist aber und Schnurrbart, das gehört ja hat zusammen. Sich schon beim Militär eingestellt, der Schnurrbart. Ja. Warum ist das eigentlich so, dass Polizisten oft Schnurrbart haben? Man sagt ja immer Polizisten und Trompeter. Bei Trompetern, weil sie sich nicht rasieren dürfen, weil wenn sie sich in die Oberlippe oder die Oberlippe ganz abschneiden, dann können sie nicht mehr in die Trompete blasen. Ja, das war der Beginn des Undercover. Man wollte nicht ganz gesehen werden und da beginnt es dann mit dem Bart. Aber hilft da ein Oberlippenbart schon? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Herr Edelbacher, Sie haben ein neues Buch geschrieben, das heißt Sicher ist sicher. Ja. Das heißt, Sie sind absolute Experte in Sachen Sicherheit. Und ich möchte Sie jetzt was fragen. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Sie schlafen zu Hause in Ihrer Villa. Auf einmal hören Sie Geräusche im Wohnzimmer. Sie gehen raus aus dem Schlafzimmer, tapsen sich zum Wohnzimmer vor und entdecken 30 blutrünstige rumänische Auftragskiller. Jeder hat auch noch einen Kampfhund an der Leine und in der rechten Hand einen Baseballschläger. Stromleitungen sind gekappt, Telefonleitungen auch. Ihr Handy liegt zerfetzt am Boden. Außerdem ist Ihre Frau auch nicht mehr im Bett. Es brennt auch. Und es beginnt langsam zu brennen. Alltag in der Josefstadt. Was tun? Was, das ist eine gute Frage. Gut, die Angst ist Gott sei Dank eher begründet im Traum, denn eine Villa habe ich nicht. Ist das reduziert, aber das ist natürlich eine schwierige Ausgangslage für einen Polizisten. Da wird es am besten sein, dass man sich totstellt oder flüchtet. Beides zusammen geht ja schwer. Ne? Geht schwer, man muss sich entscheiden. Wäre aber wahrscheinlich das Günstigste. Das Günstigste. Sagen Sie mal, ich habe so eine Beobachtung gemacht, weil ich mit offenen Augen durch die Stadt gehe, weil ich ja Tourist bin seit fast 20 Jahren. Und mir ist aufgefallen, dass ich noch niemals gesehen habe, einen Polizisten in Uniform, der bestohlen worden ist, der einem Handtaschendieb nachläuft und sagt, gib mir das Handtaschel zurück. Ist aber schon passiert. Ja, aber es passiert relativ selten wahrscheinlich, dass Polizisten überfallen werden. Deswegen unsere Idee, wäre es nicht gescheit, dass jeder österreichische Staatsbürger eine Polizistenuniform bekommt. Es ist ja, glaube ich, der stille Wunsch jedes. Erstens der Wunsch der Politiker, weil dann hätte man keine Personalprobleme mehr. Ja. Und das ist auch der stille Wunsch der Bevölkerung. Ne? Tragen Sie selbst eine Waffe eigentlich? Nein, es gibt Kollegen, die Waffen tragen. Ich selbst trage nur einen Tennisschläger. Aber nicht ständig bei sich, oder? Nicht ständig, nein. Wäre ja auch übertrieben. Ja. Sagen Sie mal von unseren Zuschauern jetzt, wenn ich an unsere Zuschauer denke, was ist das wahrscheinlichste Verbrechen, dem Sie zum Opfer fallen werden? Also, um jetzt ernst zu sprechen, die Delikte sind ja wirklich gestiegen. Sie haben mir ja schon einen Einblick gegeben. Wir haben um 120.000 Delikte mehr. Und 70% dieser Delikte, dieser 600.000 Straftaten, sind Eigentumsdelikte. Das sind, also, es ist sehr wahrscheinlich, dass man Opfer eines Raubüberfalles oder eines Diebstahles werden kann, auch Opfer eines Betrugs. Und das sind die 70% der Eigentumsdelikte. Es ist sehr unwahrscheinlich, da ist Wien nicht Chicago, dass man also Opfer eines Mordes wird. Körperverletzungen, Streitereien haben wir auch zugenommen.
Aber am wahrscheinlichsten ist es, dass man bestohlen wird. Aber um jetzt nochmal vielleicht tatsächlich praktische Tipps zu geben, was außer Sicherheitstür oder Alarmanlage können Sie den Menschen draußen raten? Naja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Also wenn Sie so einfach gedankenlos durch die Welt wandern und keinen sozusagen einen Sicherheitsraum um sich schaffen, dann kann es sehr leicht sein, dass eben der Täter sich an sie heranmacht und ihnen dann halt was wegnimmt, sei es ein Handy oder die Geldbörse. Mhm. Es kann auch zu einem Gewaltdelikt kommen, zu Christmann einem Raub. Ist immer der Meinung, also es trifft Vorsicht die Unschuldige. Ist immer Vorsicht ist gut. Und Vorsicht ist gut. Das geht schon weiter, das ist ja profunder. Hier versucht man also ernsthaft, aufgrund des Erfahrungsschatzes, weil von wem sollten die Polizei lernen? Das steht in den alten Kriminalistikbüchern schon drinnen. Das hat schon der Hans Gross, der berühmte Grazer Professor, geschrieben. Lernen tun wir natürlich von den Kriminellen. Ne? Das stimmt, ja. Natürlich. Du, ich würde jetzt mal zum Schrank gehen müssen. Okay, das ist das Zeichen, dass wir das Gespräch an dieser Stelle kurz abbrechen müssen, lieber Herr Edelbacher. Sie bleiben aber hier. Sie setzen sich rüber. Bleiben bitte hier und ich darf Ihnen, um Ihnen die Zeit etwas kurzweilig zu machen, was anbieten. Sie können wählen, entweder Erdbeeren, Wein oder Sie haben die Möglichkeit, diese Waffe hier zu putzen. Nein, ich bin nicht da. Es gibt Kollegen, die sehr gern mit Waffen hantieren. Ich trinke lieber ein Glas Wein. Okay. Lass weiter. Glaub, vielleicht können wir die Winchester hierher stellen, damit sie fürs Kameraauge auch gut sichtbar ist. Gut, dann würde ich jetzt mal rübergehen zum Herrn Baumann. Ja, ja. Herr Baumann? Ja. Kann ich öffnen? Ich bitte darum. Ich mach das mal aus. Ja, machen Sie das bitte aus. Ah, das ist aber, das ist kühl, sehr angenehm. Ja, es ist recht warm hier drin. Ja. Wer sind Sie, wenn ich? Ich bin der Herr Stehrmann. Baumann. Ja. Herr Baumann. Das klingt so ähnlich. Ne? Klingt so ähnlich, ne? Aber wenn wir jetzt kurz darüber reden, wo sehen Sie die größten Unterschiede bei unseren Namen? Baumann, Stehrmann, wo es... Ja, in der letzten Silbe des Namens. Ja, genau. Also in der Betonung der letzten Silbe. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, den Herrn Baumann mal hier ein bisschen vorstellen. Das ist die Behausung. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern mal erklären, warum Sie hier eigentlich sitzen. Das Thema ist Angst und das ist natürlich meine Angst. Also in der Öffentlichkeit, ich kann nichts in der Öffentlichkeit essen. Ich habe sehr, sehr viel Phobien und... ich schirme diese Phobien hier ab. Das ist mit Aluminiumfolie ausgeschlagen, wie Sie sehen. Also es hält Feinstaub, Handystrahlen, Katzenhaare und so weiter alles ab. Es sieht unbequem aus, ist es aber nicht. Also wenn man sich natürlich ein bisschen sammelt und konzentriert, dann geht das. Also das ist kein Problem. Mhm. Sie haben aber, wenn ich ehrlich bin, sehr wenig Möbeljahr. Also Sie haben eine Art Stuhl. Ist das auch Ihr Bett wahrscheinlich? Ja, ich kann im Sitzen schlafen. Also ich erspare mir sehr, sehr viel Zeit. Also ich habe einen kleinen Gameboy, wie Sie sehen, und das ist mein Internetzugang. Aha. Das ist neu, das habe ich selbst entwickelt hier. Sehr gut. Ich habe hier einen kleinen Schnuller, einen rosanen Schnuller. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Ja. Da ist ein kleines Loch drin. Kinder verwenden das, um zu schnullern. Zu schnullern, ja, genau. Und ich ernähre mich hauptsächlich von Globuli-Pillen. Das sind jetzt Zahnkügelchen, aber die haben einen Makrelengeschmack. Und diese Pillen lege ich hier rein in dieses kleine Loch. Da kommen manchmal auch türkische Sender raus. Ganz eigenartig jetzt momentan. Es sind türkischen Sender. Die werden hier reingelegt, diese Pillen. Ich speichere sie ein und die werden intravenös. Sie sehen, das geht hier so intravenös und das geht direkt ins Blut. Darf ich mal eine Pille haben? Sie können es haben, ja. Also Makrele. Makrelengeschmack, also, was haben Sie denn noch so für Geschmack sonst bei Globuli? Ja, eigentlich, also jetzt sitze ich schon etwas länger drin. Immer nur Makrele. Nicht zu viel, bitte. Ich muss ja auch. Nicht. Also Sie können dann auch eine Überdosis bekommen. Da sind ja Gräten drin. Teilweise ja, da muss man aufpassen. Also. Interessant. Ich bin ja so froh, dass mich jemand hier besucht. Der Schrank ist lange nicht geöffnet worden, oder? Ja, riecht man das? Ja. Nein, ich habe ein traumatisches Erlebnis gehabt mit meiner Mutter. Ich habe sie beim Stuhlgang erwischt und das war eher unerfreuliches Erlebnis und das hat sehr viel Traumata und so weiter. Das verstehe ich, aber das wird mir jetzt zu ungustiös. Nein, eine Mutter, die man beim Scheißen erwischt. Nicht zu ungut, das ist willkommen in Österreich, mein Lieber. Herr Stehrmann, ja, darf ich noch was mitgeben? Ja, was denn? Ich habe hier eine Einkaufsliste, können Sie mir das besorgen bis morgen? Ja, bis morgen, nächsten Donnerstag kann ich wiederkommen. Kleines Fläschchen Globuli Light, 500 Milliliter Geschmacksrichtung Ottfried Fischer. Ja.
Ist das möglich? Ja, ich weiß es nicht. Ich werde mich erkundigen. Wo kauft man sowas? Beim Bayerischen Rundfunk oder in der Apotheke? In Bad Tölz, ja. Okay. Vielen Dank, Herr Baumann. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, ja. Interessant. Oh. Boah, ich schmeiß die Nerven weg, du. Ha? Mir ist übel geworden. Warum? Wie lange lebt der im Schrank? Wie lange leben Sie schon am Strand? Am Strand? Im Schrank. Im Schrank, danke schön. 22 Jahre. 22 Jahre. Wahnsinn. Die besten Jahre Ihres Lebens. Lage in Österreich ist echt prekär, oder? Wir hören es von Herrn Baumann und auch was Herr Edelbacher gesagt hat. Das macht mir alles Angst. Aber wie ist es eigentlich im Ausland, wenn Sie auf Urlaub fahren wollen oder mit der Idee spielen, vielleicht auszuwandern? Kann man die Koffer packen und die Angst sozusagen zu Hause lassen? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere Rubrik Angst international. Ja, ich bin jetzt verbunden mit unserem Auslandskorrespondenten in Bali, Herrn Nordom Ranarit. Herr Ranarit spricht leider nur Englisch, Italienisch, Französisch, Belgisch, Norwegisch, Serbokroatisch und Rätoromanisch und kein Deutsch. Deswegen wird unsere Kollegin Anja Seibold, eine Simultandolmetscherin, dieses Gespräch übersetzen. Guten Abend, Herr Ranarit. Guten Abend, Herr Grissemann. Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ja, Herr Grissemann, es freut mich auch. Wir sind alle sehr glücklich. Herr Ranarit, auf Bali detonierten im Freundschaftsexpress im Februar 2 Bomben und im Oktober letzten Jahres starben 28 Menschen bei einem Anschlag. Wie gehen Sie mit der Bedrohung, die durch diese Verbrechen ausgehen, in Ihrer Heimat um? Ja, ich habe davon in den Nachrichten erfahren. Es muss schrecklich sein für die Betroffenen dort. Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Urlaub mit meiner Tochter in Bali erinnern. Wir kamen an auf dem Flughafen. Entschuldigung, Frau Seibold, Herr Ranarit hat noch gar nichts gesagt. Ja, da haben Sie sicherlich recht. Er scheint mir nicht der Redelustigste zu sein. Jedenfalls, man bekommt Briefmarken. Nie im gleichen Geschäft, in dem man auch die Postkarten bekommt. Und dann Frau Seibold, Entschuldigung, Sie wissen schon, was Ihr Job ist. Sie sollen meine Frage übersetzen und dann die Antworten des Herrn Ranarit. Ach so. Ja. Dann ist es Ihnen also scheißegal, was mit meiner Tochter passiert ist? Entschuldigen Sie bitte, dann sagen Sie halt, was Ihrer Tochter auf Bali passiert ist. Mir ist auch schon wurscht. Nun, also Simone war damals wohl so um die 14 Jahre alt. Und Sie wissen ja, wie die Mädchen in diesem Alter sind. Die denken einfach nicht nach über ihre körperlichen Reize. Und entschuldigen Sie, Frau Seibold, ich glaube nicht, dass das Publikum diese Geschichte in aller Ausführlichkeit interessiert. Tut mir leid. Wieso? Was interessiert Sie denn? Mich oder das Fernsehpublikum? Ja. Was ja? Ja, Sie persönlich. Ja, ich interessiere mich für Kannibalismus. Das ist doch pervers. Herr Ranarit, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Unerträglich. Wir haben jetzt schon viel über Ängste gesprochen und natürlich haben Leute verschiedenste Ängste. Und oft fragen sie sich, naja, ist meine Angst jetzt eigentlich größer als die Angst von wem anderen? Ist es wichtiger, meine, als die, ist meine Angst zum Beispiel vor Kronkorken schlimmer als die Angst vor Mäusen? Das weiß man natürlich nicht. Dafür gibt es aber eine Angstbörse in Wien. Und dort gibt es den sogenannten ANX, den ANGS. Und von der Angstbörse meldet sich jetzt live für uns hier Paul Kraker. Paul! Paul, kannst du mich hören? Paul, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, ja. Okay, Paul, ja. Für jetzt Leute, die sich nicht auskennen, was die Börse betrifft, könntest du versuchen, uns zu erklären, wie sich der ANX, der ANX, eigentlich zusammensetzt? Das ist im Prinzip ganz einfach. Der ANX besteht aus den 14 größten Ängsten der Österreicherinnen und Österreicher. Ja. Die Kurse dieser Ängste, die können Sie unter mir jetzt gleich im Bild vorbeiwandern sehen. Und ob diese Kurse steigen oder fallen, das hängt von den Nachrichten ab, die uns erreichen. Verstehe. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist die Angst leicht im Steigen begriffen. Womit kann denn das zusammenhängen? Das ist richtig. Der ANX hat zuletzt zugelegt. Hauptverantwortlich sind dafür zwei Länder, die immer große Hoffnungsgebiete für den Angstindex sind. Das sind Russland und China. In China gibt es derzeit die Angst vor einem großen Crash nach dem Börsenboom. Die Regierung hat die Steuern auf Aktien verdreifacht. Und in Russland ist praktisch immer ein Garant für einen
Anstieg von Angstaktien. Einerseits der Präsident, wo viele befürchten, dass er zu viel Macht in seiner Hand sozusagen vereinigen kann oder in seinen Händen, Wladimir Putin. Und jetzt noch aktueller und durchaus beflügelnd für die Kurse der erfolgreiche Test einer Interkontinentalrakete, die auch Atomsprengköpfe mit sich tragen kann. Und man weiß ja aus den goldenen Zeiten des Kalten Krieges, dass so ein Wettrüsten die globalen Ängste zu beflügeln weiß. Wesentlich weniger gut sieht es derzeit aus im Irak. Da ist die Luft aus den Kursen etwas draußen. Der große Anschlag fehlt in den letzten Tagen. Und es wirkt sich dann sofort aus. Also wir sehen, dass die Angst vor Terror in den letzten paar Tagen auf 46% gefallen ist. Paul Kraker, live von der Wiener Angstbörse. Vielen Dank, alles Gute, Paul. Vielen Dank, Paul. Vielen Dankeschön. Dank. Ich darf jetzt noch einmal daran erinnern, Sie können hier anrufen unter der Nummer 0800 828 000. Und bevor wir einen Anrufer reinschalten, begrüße ich gleich unseren zweiten Talkgast, ein Mann, vor dessen Talent wir alle Angst haben müssen in Wahrheit, der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader. Josef, mein Lieber. Servus. Nimm Platz. Josef, auch an dich die Frage natürlich, willst du Wein oder lieber Erdbeeren oder das Gewehr putzen? Kannst du ein Gewehr putzen? Kannst du aus Wein? Wein, ja. Ich kann kein Gewehr putzen, ja. Aber hast du nicht eventuell in deiner Jugend mal schießen müssen? Mit Spielzeugwaffen. Nur Spielzeugwaffen? Mein Opa war Jäger und hat mir bei jedem Kirrtag ein Gewehr gekauft. Wirklich? Ein ja. echtes oder ein Spielgewehr? Nein, ein Spielgewehr. Verstehe. Darum kann ich gut. Also die Mechanik von einem Spielzeugrevolver und von einem normalen Revolver ist völlig gleich. Also ich könnte damit gut umgehen, aber... Das Ergebnis ist aber anders dann jeweils. Ja. Genau. Josef, du hast uns im Vorfeld erzählt, du hast wahnsinnig viele Ängste, aber genau die Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden, hast du eigentlich nicht. Stimmt das? Ja, wenn man nie was passiert ist. Was aber interessant ist, als Kabarettist, als Spitzenkabarettist, der Stargagen einfährt, geht ja oft mit 4.000 Euro in der Tasche vom Auftrittsort nach Hause. Das Handy ist mir mal gestohlen worden. Und zwar... In Innsbruck? Nein, ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, wir waren vorher im Café. Könnt ihr euch erinnern, dass wir einmal gesessen sind in ja. unserem Café und ich bin nachher gekommen und habe gesagt, ins Auto ist... Ja? Ja. Genau, da kann genau. ich mich erinnern, ja. Und da ist das Handy, weil ich habe das Handy ganz blöd liegen gehabt. Aber das ist jetzt kein... Du glaubst nicht, dass... Unterstellst du uns jetzt was? Du glaubst nicht, dass wir... Nein, er war ja mit mir im Café. Das Interessante ist, dass die Gage wirklich im Handschuhfach war. Und die haben die sie war nicht unangetastet. Gesehen. Nein, die war ja, glaubt ja keiner, dass wer so blöd ist. Ja. Du, was sind denn die Hauptängste, die du hast? Ja, normal. Sterben. Ja, Tod, Krankheit. Es gibt auch Angst vor Flöten. Angst davor zu sitzen oder Angst davor, Frauen beim Sex zu verletzen. Eben, ja, ich habe eher normalere Ängste. Also normal ist ja nichts, aber ich habe fade Ängste. Finden Sie eigentlich, weil Sie ja Polizist quasi sind, dass er als Kommissar eine gute Figur abgegeben hat bei Kommen Sie zur Tod oder Silenzium? Ja, wirkt eigentlich, er hat so was Beamtisches. Das freut mich. Ja, also er kann diese Figuren sicher gut verkörpern und mir hat er gefallen. Hast du eigentlich Angst, dass man dir Witze stiehlt? Das geht gar nicht, die sind ja dann bei mir auch noch immer. Also die können nur kopiert werden. Ja. Da bin ich stolz, ne? Da wärst du stolz? Ja, klar. Also du würdest nicht gerichtlich dagegen vorgehen, wenn man dir dein ganzes Programm abschreibt? Und also wenn wir jetzt auftreten mit Hader muss weg? Ja. Und das wäre super. Stolz. Ja, klar. Ihr würdet schon was wollen dafür wahrscheinlich. Vor kurzem stand in der Zeitung ein schockierender Fall aus Rotterdam, wo ein Zoologe beobachtet hat, wie eine Stockente gegen eine Scheibe flog, runterfiel und tot am Boden lag. Und eine andere Stockente hinging und erst an der toten Stockente geschnüffelt hat, gesehen hat, es war auch ein Erpel, sie selber war auch ein Erpel, und dann 75 Minuten lang den toten Erpel vergewaltigt hat. Das hat der Zoologe schockiert geschrieben und ich war auch schockiert. Und wir haben sofort gesagt, was für ein Verbrechen, Homosexualität und Nekrophilie, beide zusammen im Tierreich. Die Tiere spinnen ja offensichtlich. Ja, ich begrüße Sie, Herr Bucher. Hallo. Schönen guten Abend. Zoologe und Tierarzt aus Schönbrunn. Sie haben keine Stockente mitgebracht, aber zwei große Terrarien stehen vor uns. Was sind das für Tiere? Ja, hier wäre eine Vogelspinne, eine afrikanische Vogelspinne, eine baumlebende Vogelspinne ja. und eine ägyptische
Gottesanbeterin. Das heißt, Sie haben zwei Tiere mitgebracht, die auch als Verbrecher im Tierreich gelten. Was genau macht die Vogelspinne denn verbrecherisch? Ob wir es ethisch-moralisch ein Verbrechen anlasten wollen, das lassen wir dahingestellt. Es ist so, dass manche Spinnenarten und die Gottesanbeterinnen die Männchen nach der Paarung verzehren. Achso, das heißt, nach dem Geschlechtsverkehr verzehrt das Männchen, das Weibchen das Männchen? Oder während dem Geschlechtsverkehr. Und nur manchmal. Woran liegt das? An der Qualität des Aktes? Oder? Zum Teil. Zum Teil an der Professionalität des Vorspiels. Ja. Und an der Art. Also es gibt manche Vogelspinnen, die sind nicht so aggressiv, die lassen dem Mädchen eine Chance. Kann man diese Vogelspinne vielleicht aus dem Terrarium rausholen und irgendjemanden auf die Hand setzen? Oder? Wäre nicht so gut. Diese Art ist etwas aggressiver. Ach so, verstehe. Und wir wollen eigentlich unsere Wildtiere wie Wildtiere zeigen. Eine Frage, die mir wirklich unter den Nägeln brennt: Warum heißt die Vogelspinne Vogelspinne? Nun, gerade diese Art ist durchaus in der Lage, auch einen Vogel zu erbeuten. Also und auch zu essen, oder was? Ja, natürlich. Ja, aber einen kleinen Vogel. Eine kleine Vogel. Ja, und die Gottesanbeterin ist der Heuschrecke verwandt und macht das Ähnliche wie die Vogelspinne, nämlich auch nach dem Ficken fressen. Ja, schon zum Teil währenddessen. Ja, also bei den Gottesanbeterinnen ist es durchaus so, dass während der Kopulation, also wenn sie schon im Akt sind, dass sie beginnt, ihm vom Kopf weg aufzufressen. Mhm. Also es ist so, dass das Gottesanbeter, das reicht aus, die unteren Nervenganglien reichen dann aus, um den Akt dann fertig zu vollziehen. Man könnte fast meinen, kopflos geht es besser, weil man lässt sich dabei nicht mehr so ablenken. Ja, klar. Welche andere Verbrecher ganz zum Schluss im Tierreich fallen Ihnen noch ein, außer Vogelspinne und Gottesanbeterin und außer Kuckuck, den kenne ich auch. Was gibt es noch für wirkliche Verbrecher? Nun, ich glaube, keiner von denen ist ein Verbrecher. Ja. Nun, es macht ja durchaus Sinn, dass sie die Männchen auffressen. Ja. Weil die Männchen, der biologische Sinn, also quasi die Mission haben sie erfüllt. Sie haben ihre Gene an den Partner weitergegeben. Ja. Ja, und dann heißt sie, warten auf den Tod. Und da macht es durchaus Sinn, wenn man ihre eiweißreiche Ration an die Nachkommenschaft weitergibt. Verstehe, die Zeit drängt. Ich sehe Sie nächste Woche wieder. Vielen Dank. Danke sehr. Herwig Pucher. So, 1:26, genau so viel Zeit, dass es noch reicht, unsere lieben Gäste abzusagen. Vielen Dank, Herr Edelbacher, fürs Kommen. Danke, Josef Hader, fürs Hiersein. Dankeschön. Applaus. Und nicht zu vergessen den lieben Herrn Pucher. Danke, Herr Pucher. Albert, unsere Telefondame, und Philipp Quenberger. Dankeschön. Ich würde sagen, wir sind damit durch. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich bedanke mich bei dir, mein Lieber. Es ist ja nichts, eine Live-Sendung hier zu machen. Nee, und ich finde es gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, und meine Angst ist auch tatsächlich etwas geringer geworden jetzt nach diesem interessanten Gespräch. Na, aber es kann ja sein, dass neue Ängste auch dazugekommen sind im Laufe dieser Sendung. Hat dir was Angst gemacht während der Sendung jetzt so sendungstechnisch? Ja, eigentlich gar nichts. Das ist, nein, gar nichts. Nicht mal vor der Vogelspinne habe ich Angst. Echt nichts mehr. Also ich bin komplett gehealt, wie man sagt. Also du bist jetzt so wie Josef Hader, ohne Angst. Ja. Zumindest ohne Angst vor einem Verbrechen. Ja. Ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir auch nächste Woche hier erscheinen werden. Und wir werden nächste Woche mit einer neuen Angst hier erscheinen. Und die neue Angst liegt noch verborgen hinter einer Tür. Wir wissen es jetzt noch nicht. Wir sind selber gespannt, was nächste Woche uns dann erwarten wird. Das war's. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Dankeschön.